Eine gut gefüllte Tribüne am vergangenen Sonntag auf dem Gelände des TC Blau-Weiß Berlin, der unangefochtene Spitzenreiter, empfing in der zweiten Bundesliga die Zehlendorfer Wespen zum Hauptstadtderby. Ich denke, es wird klappen. Ich hoffe schon, weil wir haben definitiv mehr Talent, mehr Klasse als Wespen. Und ich hoffe, dass alleine die Tatsache, dass es ein Derby ist, die Jungs so motiviert, dass sie alles andere ausblenden können. Wir wollen das Spiel heute natürlich auch gewinnen. Unser Ziel ist es in der Rückrunde, wir hängen so ein bisschen im Niemandsland nach dem ersten Spiel. Wir wollen jugendliche Spieler einbauen und wollen einfach uns taktisch weiterentwickeln und einfach sehen, dass wir vorankommen mit Blick schon auf die nächste Saison. Doch erst einmal im Hier und Jetzt geblieben, direkt in den ersten Minuten nach Anpfiff machen die Gastgeber klar, warum sie die Tabellenspitze innehaben, mehr Ballbesitz, das genauere Passspiel und torgefährliche Situationen führen am Ende des ersten Viertels zu 2 Toren von Donnermeier und Prinz. Ein guter Schritt zu dem vom TC angestrebten Ergebnis, denn auch wenn sie auf der aktuellen Tabelle 6 Punkte vor Verfolger Frankfurt stehen, könnte sich das Blatt noch einmal wenden. Dem Club aus Hessen wurden am 17. Mai wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs 6 Punkte abgezogen. Sollte dem Frankfurter Einspruch stattgegeben werden, stünden dann beide Vereine wieder gleich auf. Also muss ein Sieg her und dafür braucht es Tore. Gesagt, getan. In der 29. Minute ist es dann Robert Will, der die Mannschaft mit einem 3:0 in die verregnete Pause bringt. In der zweiten Halbzeit dann ein ruhigerer Verlauf. Zehlendorf, die Wespen zwar hier und da gefährlich, doch bis zur letzten Minute scheint das Ergebnis festzustehen. Es tut sich wenig, doch dann ist es Paul Rösch, der noch einen Treffer erzielt und damit hinzufügt zu den Toren von Donnermeier, Prinz und Will, die bereits ja in der ersten Halbzeit fielen. Ich glaube, heute war ganz entscheidend, wie wir im letzten Viertel gespielt haben. Da muss man sagen, dass wir unsere Chancen einfach genutzt haben. Allerdings würde ich auch sagen, dass wir von der Physis her besser waren und allgemein unser Spiel besser durchziehen konnten, als Wespen das gespielt hat. Ein bisschen Spielaufbau, das Spiel besser kontrolliert haben. Wir spielen jetzt am Wochenende gegen Stuttgart und Ludwigsburg auswärts, die wir ganz anders angehen müssen als so ein Heimspiel. Da muss man noch viel mehr Aggressivität reinbringen. Aber dann denke ich, dass wir auch eine gute Chance haben, die Spiele zu gewinnen. Ein Spiel ohne große Überraschung. Dafür gab es jede Menge glückliche Gesichter bei den Blau-Weißen. Und die sind wieder einen großen Schritt dem Aufstieg näher gekommen.